Der Kinderclub ist, also da üben wir halt Theaterstücke. Also wir üben jetzt schon ein paar Wochen und dann setzen wir halt alle Szenen zusammen und dann führen wir sie zum Schluss vor. Man musste nicht wirklich einen Text auswendig lernen, es ist mehr so frei reden, wie man gerade möchte. Also man hat einen Text, es gibt unterschiedliche Stellen, aber man darf ihn auch verändern, nur der Sinn der Sache muss drin bleiben. Also wir machen zum Beispiel mit Boomwackern Musik, diese Plastikröhren. Wir machen auch mit, ich glaube, einem von uns spielt Trompete. Es wird auch mit Klavier und, aber wir machen auch mit so, zum Beispiel mit Kettenmusik und sogar mit Besen. Der Ausgangspunkt war tatsächlich erstmal zu sagen, okay, was passiert eigentlich in der Oper, wenn es keine Aufführung mehr stattfindet oder was passiert hinter der Bühne. Sehr schnell haben wir das dann aber doch mit märchenhaften Geschichten angereichert. Alice im Wunderland und der Zauberer von Oz und wir haben das beides gemischt. Mal treten die zusammen auf und es ist auch so, dass wir jetzt nicht zwei Geschichten nehmen und die zusammenpacken in eine Geschichte, sondern dass wir eher so ganz viele verschiedene Szenen haben, die so irgendwie was damit zu tun haben, aber nicht wirklich so halb was zu tun haben nur. Wir befinden uns hier in so einer Welt, wo irgendwie alles anders ist, wo auch Sachen passieren, die man nicht logisch erklären kann. Das Interessante im diesjährigen Kinderclub ist ja, dass wir zuerst nur wussten, dass wir diesen Raum hier bespielen wollen, also in dem wir uns auch gerade befinden, also im Magazin der Deutschen Oper, also im Backstage-Bereich. Und da wir ja hier mit Besuchergruppen durchgehen, also nicht ein großes Publikum alle Stationen gleichzeitig erlebt, glaube ich auch, dass die Idee der Improvisation total cool ist, weil die Kinder mehrmals an einer Station eine Szene aufführen und sie dadurch immer variieren können. Also es wird kein einziges Mal gleich klingen. Es ist cool halt die Geisterbahn, weil da verstecken wir uns halt. Also so fängt halt alles an und ja, das ist halt ein bisschen gruselig und ja, das finde ich halt toll. Stimmt. Nicht alles, was nur mit dem Verstand entschieden wurde, ist auch richtig, oder? Naja, ich denke, wenn man dabei nichts fühlt, ist die Sache nur halb so gut. Für mich ist immer am schönsten der Moment der Vollendung, wo man dann so weiß, jetzt kommt das dahin, jetzt haben wir diese Szene jetzt fertig. Die ist jetzt super, jetzt haben wir die lang genug geprobt, jetzt ist die aufführungsreif, das ist für mich immer das Beste. Also ich finde meine Szene am besten, weil da kommt auch eine Schaukel vor. Könnte ich bloß hexen, dann würde ich mich hier wegbiegen oder fliegen. Und das hat den Zusammenhang mit der Geisterbahn und die macht halt richtig Spaß, Leute zu erschrecken. Aber ist es denn wichtig, wer es ist? Ja, denn es waren meine Lieblingsrosen und sie müssen rot sein. Schön, dass ihr alle zu meinem Nichtgeburtstag gekommen seid. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Nichtgeburtstag. Herzlichen Glückwunsch zu deinem 21. Geburtstag. Ich wünsche euch allen ein fröhliches. Der Jugendclub der Deutschen Oper ist eine kleine Gruppe von theaterbegeisterten Jugendlichen, die hergekommen sind, um Musik und Theater zu machen. Also wir haben ungefähr die Hälfte der Gruppe sind Berliner und die andere Hälfte der Gruppe sind Leute aus Afghanistan, die also geflüchtet sind. Und das macht die Arbeit eigentlich total spannend, weil die Gruppe eben nicht so homogen ist, sondern weil eben die Leute ganz, ganz unterschiedliche Lebenserfahrungen mitbringen, auch eine sehr große Reife teilweise. Von der dann alle profitieren und einfach ganz viele unterschiedliche Blickwinkel mit dazukommen. Die meisten Szenen sind aus unseren Ideen rausgekommen und auch ein bisschen von Ideen, Leonie hat ein bisschen darüber gearbeitet und wir haben das ein bisschen verändert, damit es besser aussieht und ja. Eines Tages waren wir in der Küche bei meinem Opa. Wir haben zusammen Kakao gegessen. Das war ein sehr schöner Moment für mich.
Mein Opa kannte viele Geschichten. Besonderes über die Liebe. Also ich arbeite oft biografisch, das heißt, ich stelle Ihnen Fragen nach Ihren eigenen Erfahrungen und lasse Sie dazu mit verschiedenen Methoden, zum Beispiel kreativem Schreiben, Texte herstellen oder die Texte erzählen gegenseitig, die dann weiterverarbeitet werden. Wir beschäftigen uns aber auch mit anderen Geschichten, die wir irgendwie so dazunehmen von außen als Inspiration. Also, ihr müsst wissen, eure Großmutter war damals die schönste Frau im ganzen Dorf. Dieses Jahr basieren wir leicht auf einem Buch, das heißt, es gibt sogar Protagonisten und einen Handlungsstrang, aber an sich ist das Stück, es geht um Liebe oder Liebesgeschichten und wie diese erzählt werden und wie sich vielleicht Erzählungen verändern mit der Zeit. Also ich glaube, das ganze Stück wird eine sehr tolle, bisschen psychedelische Mischung aus Liebe und dem Gewinnen und Verlieren von Liebe und schöner Jazzmusik, die mit den Szenen so zusammengreift. Total cool. Die sind, also wir arbeiten zusammen und arbeiten dann auch so, dass Musikteile mit Handlung erzählen und Handlung unterstützt wird durch die Musik. Und das ist total schön. Wir lieben alle die Band dabei. Ich werde meiner Freundin erstmal "Ich liebe dich mehr als die Welt" sagen. Ich werde ihr in die Augen. Ich finde es ganz toll, dass es Leute sind, die das in ihrer Freizeit machen, die da wirklich ihr Herz reinhängen und sich damit identifizieren und die Gemeinschaft, die entsteht, ist ganz toll, weil es den Leuten wirklich wichtig ist, hier zu sein. Also so ganz ehrlich, also das macht mir so richtig sehr gerne Spaß, wenn ich hier komme. Also ich vergesse einfach, was ich mit der Schule zu tun habe oder meine persönlichen Probleme oder so, irgendwas, alles gibt. Ich vergesse das einfach alles, wenn ich hier komme. Und ich arbeite mit den Leuten, alle sind so richtig nett, wir spielen einfach. Du, Thomas? Was denkst du eigentlich über mich? Der Kinderclub und der Jugendclub arbeiten beide mit der Fantasie und mit dieser Kraft, die man hat, oder dieser Macht, die man hat, zu sagen, ich erzähle jetzt was. Und wie ich das erzähle, also wie ich die Erzählung beeinflusse, das kann ich selber entscheiden. Und das kann ich auch verändern und das haben wir natürlich den altersspezifischen Gruppen entsprechend, haben wir dann natürlich unterschiedliche Schwerpunkte gewählt. Also die Liebe und das Verlassenwerden ist natürlich mehr so ein Thema, was einen mehr interessiert, wenn man schon über 10 ist, deutlich so. Aber bei den Kindern ist es natürlich, gehen wir da sehr viel kreativer und verspielter ran. Und bei den Jugendlichen ist es viel ernster geworden und eigentlich sogar, ja, da ist das Verlassenwerden, da wird dann auch durchaus der Tod angedeutet als Möglichkeit, verlassen zu werden. Und ja, das wird dann auch mal sehr ernsthaft zwischendurch. Wir standen voreinander, Kinder im Wald, die Nacht war ohne Mond und der Winter war kalt. Ich habe dich mit zuen Augen angeguckt und dir mein schlafendes Herz in deine Hand gestohlen. Du hast es aufgehoben, aufgesogen, deinen Käfig aufgehoben, mich aus meinem